Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Noch immer Tag 10 und bevor mein Charakter jetzt dann gleich verhungert, würde ich vorschlagen, wir gehen mal besser ganz schnell zurück zur Basis, beziehungsweise wir könnten natürlich auch einfach radeln. Wenn ich schon das Fahrrad hergestellt habe, dann können wir es natürlich auch hernehmen. Ja, keinen Meter zu Fuß gehen. So, sehr schön. Und ab nach oben. So, habe ich hier vielleicht noch Fleisch? Ich glaube schon, oder? Ah ja, sehr schön. Dann gleich mal runter damit. Nur nicht zu viel auf einmal, weil ansonsten bleibt da wieder nichts mehr im Magen drinnen. Aber aktuell schaut es noch gut aus. Ach komm, eins hat noch Platz, oder? Sehr schön, okay. Lassen wir das mal so. Ja, und nachdem wir ja jetzt unseren fahrbaren Untersatz hier unten haben, würde ich fast vorschlagen, dass wir vielleicht mal die Quest hier abarbeiten könnten. Töte ein paar Schreierzombies. Das ist auch gar nicht so weit weg. Und zwar müssen wir dafür wohin? Kurz mal gucken. Ah ja, hierhin. Da müssen wir hin. Okay, ja dann. Nix wie hin, würde ich sagen. Die machen wir auf alle Fälle. Und bei der Gelegenheit könnten wir auch gleich noch das Zeug hier aus den Kisten mitnehmen. Das würde sich anbieten. Okay, wunderbar. Na dann. Ab nach unten. Und nix wie hin zur Quest. Von der Uhrzeit passt es auch noch perfekt. 13.20 Uhr. Einwandfrei. Also das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hier mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ja, Wahnsinn. Das ist echt richtig praktisch. So, da habe ich ja sowieso eine Kiste deponiert. Hol mal das Zeug vielleicht gleich mal. Und zwar war das doch oben. Ja, genau. Zombies. Bin hier keine anscheinend. Okay. Umso besser. Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal alles mit, sofern alles Platz hat. Okay, leider nicht. Aber gut, da können wir mit Sicherheit noch was zerlegen. Ja, beispielsweise die hier. Die Stühle. Und ansonsten die Kapuze brauchen wir eigentlich auch nicht. Weg damit. Und dann hat auch das Bier wieder Platz. Sehr schön. So, wunderbar. Eine Kiste schon eingesammelt. Dann brauchen wir das hier nimmer. Weg damit. Und dann geht's auch direkt zur zweiten Kiste. Wobei ich da ehrlich gesagt nicht mehr viel mitnehmen kann, nachdem jetzt das Inventar eigentlich schon randvoll ist. Aber nur gut, wir bringen ja noch ein bisschen was auf den Gepäckträger drauf. So, da ist auch schon Kiste Nummer 2. Was haben wir da noch Schönes? Nehmen wir einfach mal alles mit, was geht, was sich stapeln lässt. Okay, das war doch eine Menge. Sehr schön. Und dann erstmal ein bisschen was verstauen. Ah ja. Sehr schön. Doch, größer als gedacht. Wunderbar. Na dann. Verstauen wir auf alle Fälle gleich mal die ganzen Klamotten. Und dann ist sowieso schon der Gepäckträger randvoll. Das können wir noch zerlegen. Den Stuhl hier können wir auch noch zerlegen. Und dann schaut es wieder ein bisschen besser aus. Aber ich glaube, alles bringen wir nicht unter. Ne, leider nicht. Was wir aber noch machen könnten, wir können auch das zerlegen und das zerlegen. Dann machen wir es vielleicht so, dass wir eher das unwichtige Zeug hier reinpacken. Weil dann nehmen wir lieber die ganzen Sachen hier mit. Für den Basebau. Beziehungsweise, stimmt, ich hätte ja da noch die Schatzkarten, die könnten wir vielleicht auch mal lesen. Machen wir das gleich mal.
Aber da muss ich erstmal Platz schaffen. Dann machen wir es so, das kommt weg und das kommt weg. Okay. So, das auch noch zerlegen und dann gleich mal eine kleine Lesestunde einlegen. Raphaels Schatzkarte. Lieber Fremder, der kalte Schweiß ist ausgebrochen, jetzt dauert es nicht mehr lange. In meinen letzten Momenten kann ich nur daran denken, ob mein Sohn Joey noch lebt. Ich habe keinen Grund, dir zu vertrauen, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Crazy Jake hat ihn entführt. Du hältst eine Karte zu einem meiner vielen geheimen Vorratslager in Händen. Versprich mir, dass du meinem Sohn helfen wirst, wenn du es findest. Ich zähle auf dich, Raphael. So, die erste Schatzsuche haben wir begonnen und auch die zweite nehmen wir natürlich noch an von der Sarah. Wenn du diese Notiz gefunden hast, dann ist heute vielleicht dein Glückstag. Ich wurde von einer dieser Kreaturen gebissen und das Fieber hat schon eingesetzt. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, aber bevor ich mich verwandle, kann ich zumindest jemandem helfen, so wie Gott es gewollt hätte, falls es noch einen Gott gibt. Darum hinterlasse ich dir diese Karte, die dich zu einer meiner vielen vergrabenen Vorratstruhen führt. Auf ein neues Leben, Sarah. Sehr schön. Wunderbar. Haben wir die Schatzsuche auch begonnen? Kurz mal gucken, wo sind denn eigentlich die Schätze verbuddelt? Können wir die vielleicht nämlich auch gleich noch mitnehmen? 1,3 Kilometer und 1,7 Kilometer. Das klingt ein bisschen weiter weg. Okay, mitten in der Pampa irgendwo. Wo bin ich eigentlich? Hier schon mal nicht. Ah, okay, da bin ich. Dann müssten wir da hochradeln, okay? Ja gut, das ließe sich aber vielleicht noch einrichten. Da ist die Quest auf alle Fälle. Ich würde sagen, zu der fahren wir jetzt als allererstes hin und dann kommen wir da noch rauf. Ach komm, das müsste schon gehen, oder? Wie spät ist es denn? 15:17 Uhr. Das schaffen wir. Das schaffen wir locker. Sofern ich natürlich nicht bei der Quest da vorne drauf gehe. Bin ich mal gespannt, wie die hier gleich abläuft. Ich habe ehrlich gesagt mit diesen Quests noch wenig bis ja gar keine Berührung gehabt. Und da lasse ich mich da mal überraschen. Aber wird schon schief gehen. Genügend Patronen haben wir ja dabei. Wasser voraus. Weich man mal besser aus. So, irgendwo hier sollte jetzt die Quest eigentlich sein. Na komm, Charakter, hoch mit dir. Mach mir hier nicht schlapp. Töte ein paar Schreierzombies. Ah, da war's schon anscheinend. Da kam gerade irgendwas. Bin ich hier schon richtig? Oder noch nicht? Ah, da oben. Da oben ist was. Ein Ausrufezeichen, oder? Soll es sein? Oder ein Pfeil? Ah, nee. Doch ein Ausrufezeichen. Ah, ja. Und da kann ich die Quest dann starten. Alles klar. Gut, ja. Erstmal durchladen. Bevor wir irgendwas überstürzen. Da ist durchgeladen. Da ist auch durchgeladen. Na dann. Los geht's. So, da hinten plärrt jemand. Aber nicht mehr lange. Von da oben kommt noch jemand, glaube ich, zumindest. Irgendwas gehört zu haben, die ist tot. Wo ist die zweite? Ich höre doch da jemanden. Ah, da ist jemand. Das ist aber kein Schreierzombie. Aber gut, tot ist er auch. Und wo ist der zweite Kreischer? Da unten kommt eine Wanderhorde. So, Kreischer Nummer 2. Ist wo? Hören tue ich nix, sehen tue ich auch nix.
Interessant. Vielleicht da unten. Dass die da irgendwie dabei ist, kann das sein? Hoppala. Gescheit anvisieren. Nicht schlampig. Nee. Da sehe ich auch keine. Seltsam. Nun gut, kill mir erstmal die hier. Wunderbar. Bleibt gleich liegen da unten. Ihr kommt hier nicht hoch. Das ist mein Berg. Da kommt noch jemand. Knallen wir den auch gleich ab. Beziehungsweise ich könnte ein bisschen Patronen eigentlich auch sparen. Ja, ich schieße sowieso nur noch daneben. Oh, nicht gut. Ich soll auf Distanz gehen. Puh, das war gerade noch rechtzeitig. Runter von meinem Berg, habe ich gesagt. Sehr schön. Noch eine tot. So, aber ich sehe immer noch keinen Schreier-Zombies. Aber irgendwie werden es auch nicht weniger da unten. Vielleicht stehe ich auch einfach nur falsch. Nee, da schreit auch keiner. Also irgendwie ist das gerade ein bisschen komisch. Na, stirb halt endlich. Machen wir es halt so. Sehr schön. Ah, ja, nachladen könnte vielleicht nicht schaden. Und treffen auch nicht. Treffen könnte definitiv auch nicht schaden. Da bleibt noch die hier. Na, bleib halt liegen. Okay, die beißt keinen mehr. Ja, irgendwie ist da aber echt kein Schreier-Zombie mehr. Fahren wir mal ein bisschen rum. Muss ich die jetzt vielleicht hier in der Landschaft suchen? Wohl kaum, weil wenn da gleich eine gespawnt ist, vermute ich mal ganz stark, dass da auch noch eine zweite hätte spawnen sollen, aber dem ist ja nicht so. Komisch. Komisch, komisch. Es sei denn, ich breche jetzt mal kurz die Quest ab. Die Frage ist nur, ob ich die dann auch neu annehmen kann. Da ist auch kein Schreier-Zombie zu sehen. Ja, so wird das auf alle Fälle nichts. Kurz mal gucken. Kurz mal gucken. So, das Schweigen der Lämmer. Da würde ich 500 Erfahrungspunkte bekommen und 350 Casino-Tokens. Aber ich kann die auch gar nicht abbrechen. Oder? Doch, hier oben, Quest entfernen. Na gut, machen wir es so. Wie gesagt, also scheint irgendwie nicht funktioniert zu haben. Naja, ist ja auch wurscht. Wie gesagt, im schlimmsten Fall nehme ich die einfach nochmal an. Jetzt aber erstmal nichts wie hin zur Schatztruhe. Über Stock und Stein. Ah, Wasser. Sehr viel Wasser. Kann ich da gar nicht querfeld einfahren oder wie? Na doch, müsste schon gehen. Hier so am Strand entlang. Da kommen wir schon einigermaßen gut voran. Endstation.
Es sei denn, ich fahre hier vorbei. Ganz schön hügelig das Gebiet hier. Nicht unbedingt optimal zum Radeln. Zumindest nicht, wenn man schnell von A nach B möchte. Wie weit ist es eigentlich noch? Ah ja, fast geschafft. Oh, da ist schon wieder Wasser da vorne. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Da ist nur noch Wasser. Oh Mann, oh Mann. Und ich habe gesagt, das vorher war hügelig. Jetzt geht's los. Das gleicht ja schon fast zum Minenfeld. Na, komme ich da jetzt nicht mehr raus, oder wie? Na komm, Charakter, jetzt mach mir hier nicht schlapp. Sehr schön, geht doch. So, da kommt also nur noch Wasser. Bin ich jetzt schon vor Ort? Vermutlich nicht, oder? Naja, schauen wir gleich mal. Verfolgt uns die eine hier noch? Ah ne, die ist da hinten. Gut. Okay, dann können wir uns jetzt einfach mal in aller Ruhe erstmal die Karte ansehen. Interessant. Der Schatz ist da drüben. Ich sehe hier aber nur noch Wasser, um ehrlich zu sein. Liegt er jetzt auf dem Meeresgrund? Bei meinem Glück wahrscheinlich schon. Na komm, stirb halt endlich. Also da ist ehrlich gesagt kein Land in Sicht. Wie tief ist denn das Wasser? Ah, doch ein bisschen tiefer. Kurz mal untertauchen. Können wir nämlich ein bisschen rüberspähen. Ja, vermutlich ist der Schatz echt hier hinten irgendwo. Aber das ist jetzt nicht gerade optimal. Ehrlich gesagt ganz und gar nicht. Und der zweite Schatz, wo ist der? Was ist das eigentlich? Was haben wir hier? Ein Tier. Ah, stimmt, weil ich ja das Fährtenlesen gelernt habe. Da ist ein Tier, okay, dann können wir zumindest unseren Fleischvorrat wieder aufstocken. Jetzt ist es verschwunden. Schatz Nummer 2 müsste ja auch da irgendwo in der Nähe sein. 2,8 Kilometer, okay, doch nicht so in der Nähe. Der ist da und wo ist das? Wo ist das? Ah, okay, da hätte ich da runter müssen. Also ins ganz andere Eck. Na, wäre ich mal besser da runtergeradelt wahrscheinlich. Aber gut, nachher sind wir immer schlauer. Die Frage ist jetzt nochmal 3 Kilometer zurücklegen. 19.31 Uhr. Das wird schon sportlich. Nee, ich glaube, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das Problem ist halt einfach, weil ich noch kein Helmlicht hab. Oder aber ich versuch's einfach trotzdem, wenn ich noch Fackeln dabei hätte. Müssen wir mal kurz gucken. 2 Stück hätte ich dabei. Ja, wisst ihr was? Dann machen wir es doch einfach so.
Ich radel jetzt einfach darüber, würde ich sagen. Wo war es jetzt noch gleich? Da hinten ist es. Da radel ich rüber. Und ja, in der nächsten Folge von 7 Days to Die sehen wir uns dann direkt vor Ort und ja, vielleicht heben wir dann mit ein bisschen Glück den Schatz. Daumen drücken. Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Servus.